Die Main-Lahn-Bahn ist eine 67 Kilometer lange Bahnstrecke, welche von Frankfurt am Main bis Eschhofen kurz vor Limburg führt, wo sie dann auf die Lahntalbahn trifft, mit der man die letzten 3 Kilometer bis Limburg zurücklegen kann. Sie ist zweigleisig und elektrifiziert. In diesem ersten Teil der Dokumentation über die Main-Lahn-Bahn stelle ich euch die Geschichte der Strecke sowie den Zugverkehr mit seinen Taktzeiten und Fahrzeugen genauer vor. Viel Spaß! Beginnen wir mit einem Blick in die Geschichte der Bahnstrecke. Die erste Bahnstrecke in Frankfurt am Main war bereits 1839 fertiggestellt und führte über Höchst nach Wiesbaden. Die erste Strecke in Limburg ging dann 1863 mit der Lahntalbahn Koblenz-Gießen in Betrieb. Seit den 1850er Jahren gab es bereits Planungen zu einer Bahnstrecke durch den Taunus, um den Raum Frankfurt mit dem Lahntal direkt zu verbinden. Mit dem Bau wurde allerdings erst 1872 begonnen. Von 1875 bis 1877 wurde die Strecke von Eschhofen, dem Abzweigbahnhof von der Lahntalbahn, bis ins damals eigenständige Höchst schrittweise eröffnet. Da es damals noch keine einheitlichen Staatsbahnen gab und so die einzelnen Streckenbetreiber stets in gegenseitiger Konkurrenz standen, wurde für die Main-Lahn-Bahn bis 1879 eine eigene Strecke bis nach Frankfurt errichtet, welche zusätzlich die Orte Nied und Griesheim anband und so in den Knoten Frankfurt geführt wurde, dass bereits vor der Errichtung des Hauptbahnhofs direkt und sogar ohne Fahrtrichtungswechsel über die städtische Verbindungsbahn nach Hanau gefahren werden konnte. Seit der Eröffnung des Frankfurter Hauptbahnhofs 1888 ist allerdings auch die nördlichere Taunus-Eisenbahn gleichermaßen gut angebunden. Die Konkurrenz beider Bahnstrecken war 1897 ebenfalls Geschichte, die beiden parallelen Strecken bestehen allerdings bis heute. Die ursprünglich eingleisige Main-Lahn-Bahn wurde von 1911 bis 1913 zweigleisig ausgebaut. Im Jahr 1978 wurde die Main-Lahn-Bahn ins neue S-Bahn-Netz Rhein-Main eingebunden. Die S2 verkehrte von nun an bis Niedernhausen. Dafür wurde dieser Streckenabschnitt 1971 elektrifiziert. 1986 elektrifizierte man dann auch die restliche Strecke samt des Teilstücks der Lahntalbahn Eschhofen-Limburg. Spätestens seit Einführung der S-Bahn ist der Zugverkehr zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt Höchst neu geordnet. Es verkehren sowohl die Wiesbadener als auch die Lienhäuser S-Bahn über die südliche Strecke und alle Regional- und anfangs auch Fernzüge über die nördlichere Strecke, Ausnahmen vorbehalten. Widmen wir uns allerdings nun der heutigen Situation und schauen uns den Zugverkehr mit den eingesetzten Fahrzeugen genauer an. Auf der kompletten Strecke verkehrt an jedem Wochentag die Linie RB22 bis Dezember 2016 SE20. In der Regel herrscht ein Stundentakt. Abfahrt in Limburg ist immer zur Minute 18, von 4.18 Uhr bis 22.18 Uhr. Dabei fällt der Zug um 21.18 Uhr und samstags auch der um 5.18 Uhr weg. Abfahrt in Frankfurt ist immer zur Minute 31. Der erste Zug verkehrt samstags um 6.31 Uhr, danach herrscht ab 8.31 Uhr ein Stundentakt, bis dann der letzte Zug um 0.28 Uhr fährt. Sonntags herrscht in beide Richtungen nur ein 2-Stunden-Takt. Von Montag bis Freitag gibt es allerdings auch etliche Verstärkerzüge. Ab Limburg folgen nach dem ersten Zug um 4.18 Uhr weitere Züge um 4.48 Uhr und 5.30 Uhr. Ab dann fährt die RB22 einen Halbstundentakt, allerdings nicht wie üblich zur Minute 18, sondern zu den Minuten 0 und 30 ab Limburg. Nach dem Zug um 6.30 Uhr herrscht dann ab 7.18 Uhr den ganzen Tag über der normale Stundentakt. Ab Frankfurt verkehren von Montag bis Freitag die ersten Züge um 6.01 Uhr, 6.13 Uhr, 6.43 Uhr und 7.31 Uhr. Danach herrscht der normale Stundentakt. Ab 15 Uhr verfällt die RB22 dann wieder in den Halbstundentakt mit Abfahrten zu den Minuten 13 und 43 am Frankfurt Hauptbahnhof. Nach dem Zug um 17.12 Uhr
herrscht dann ab dem Zug 18:31 für den restlichen Tag wieder der normale Stundentakt bzw. den späten Abendstunden der 2-Stunden-Takt. Zusätzlich zur RB22 gibt es allerdings von Montag bis Freitag auch noch den RE20, der im Gegensatz zur RB22 die Halte Wörsdorf, Niederselters, Oberbrechen und Lindenholzhausen auslässt. Die Züge dieser Linie fahren um 5.55 Uhr, 6.25 Uhr, 6.55 Uhr, 7.55 Uhr, 13.55 Uhr, 14.55 Uhr, 15.55 Uhr, 16.55 Uhr und 17.55 Uhr ab Limburg. Und um 13.01 Uhr, 14.01 Uhr, 15.01 Uhr, 16.01 Uhr, 17.01 Uhr, 18.01 Uhr und 19.01 Uhr ab Frankfurt Hauptbahnhof. Die Linien RB22 und RE20 wechseln an ihren Endbahnhöfen teilweise die Linien und sind somit umlauftechnisch verbunden. Aufgrund der starken Variation zwischen Sonntagsfahrplan und HVZ-Fahrplan zwang die Zahl der eingesetzten Umläufe auf diesen Linien zwischen sonntags 2 und im Berufsverkehr 9 Umläufen. Seit Dezember 2017 gibt es zudem in den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag einen Nachtverkehr mit einem zusätzlichen Zug um 2.16 Uhr ab Frankfurt und einen um 0.23 Uhr ab Limburg. Diese Züge halten zwischen Frankfurt-Höchst und Niedernhausen auch an allen S-Bahn-Stationen. Zusätzlich zu diesen beiden Linien gibt es allerdings auch noch weitere Verstärker. Diese tragen die Liniennummer RB21 und verkehren von Limburg nach Niedernhausen. Während die RB21 zwischen Niedernhausen und Wiesbaden in einem durchgehenden Stunden- bzw. Halbstundentakt verkehrt, fährt sie nur vereinzelt bis Limburg weiter. Dabei füllt sie meistens Taktlücken der Linien RE20 und RB22. Konkret läuft das dann folgendermaßen ab. Montag bis Freitag verkehren die RB21-Züge ab Limburg 6.10 Uhr, 6.38 Uhr, 12.48 Uhr, 21.18 Uhr und 23.18 Uhr. So findet mittags zum Beispiel ein Halbstundentakt und abends eine Stundentaktsverdichtung statt. In der Gegenrichtung ist das Angebot in etwa dasselbe. Ab Wiesbaden verkehren die Limburger Züge um 5.31 Uhr, 8.06 Uhr, 15.36 Uhr, 16.36 Uhr, 20.06 Uhr und 23.36 Uhr. An Samstagen verkehrt die RB21 nur um 5.18 Uhr, 21.18 Uhr und 23.18 Uhr ab Limburg sowie 5.36 Uhr, 7.36 Uhr, 21.36 Uhr und 23.36 Uhr ab Wiesbaden. Sonntags hingegen wird in einem durchgehenden 2-Stunden-Takt zur ungeraden Stunde auf Minute 18 ab Limburg sowie auf Minute 36 ab Wiesbaden gefahren. Somit besteht dann sonntags zwischen Niedernhausen und Limburg gemeinsam mit der 2-stündigen RB22 wiederum ein Stundentakt. Alle RB21er sind von Frankfurt aus kommend mit der S-Bahn-Linie 2 erreichbar, sodass man dann in Niedernhausen eben entsprechend umsteigen kann. Anzumerken wäre noch, dass die RB22er 22.18 Uhr ab Limburg und 0.28 Uhr ab Frankfurt nicht wie die restlichen RB22 und RE20 Züge von der DB Regio, sondern wie die RB21 von der HLB betrieben werden. Sie sind im Fahrplan als RB21 gekennzeichnet, folgen allerdings dem Verlauf und dem Taktfahrplan der RB22. Nach dieser ausführlichen Taktvorstellung widmen wir uns nun den eingesetzten Fahrzeugen. Auf den Linien RE20 und RB22 verkehren, bis auf die eine eben erwähnte Ausnahme, Doppelstockwendezüge. Diese bestehen planmäßig immer aus 3 oder 5 Dosto 07, also Doppelstockwagen der 4. Generation. Die Garnituren besteht immer aus einem Steuerwagen mit Tiefeinstieg, in dessen Unterstock sich ein Mehrzweckabteil und ein behindertengerechtes WC befinden. Im Oberstock dieses Steuerwagens befindet sich zudem ein Erste-Klasse-Bereich mit 31 Erste-Klasse-Sitzplätzen. Der restliche Zweite-Klasse-Bereich im Oberstock sowie die Sitze im Unterstock bringen es dann auf insgesamt 55 Zweite-Klasse-Plätze. Hinter diesem Steuerwagen folgen dann planmäßig immer entweder 2 oder 4, häufig aber auch außerplanmäßig 3 reine Zweite-Klasse-Mittelwagen mit je 142 Zweite-Klasse-Sitzplätzen. Demzufolge bietet eine 3-Wagen-Garnitur 339, eine 4-Wagen-Garnitur 481 und eine 5-Wagen-Garnitur 623 Zweite-Klasse-Sitzplätze. Die Garnituren sind planmäßig so im Einsatz, dass die nachfragestarken Züge 5 Wagen und die nachfrageschwachen Züge 3 Wagen aufweisen.
Doppelstockwagen sind alle für 140 km/h zugelassen. Gezogen bzw. geschoben werden sie planmäßig immer von E-Loks der Baureihe 143, welche von 1984 bis 1991 gebaut wurden und 120 km/h schnell fahren können. Die Lok zeigt bei allen Garnituren planmäßig in Richtung Frankfurt. Doch natürlich sind auch hier Ausnahmen möglich, wie Einsätze von E-Loks der Baureihen 114 oder 111. Anderer Steuerwagen. Oder auch Sandwich-Garnituren. Die RB21, welche von der Hessischen Landesbahn kurz HLB betrieben wird, verkehrt normalerweise mit Triebwagen der Baureihe 642, auch als die Zero Classic bekannt. Diese 120 km/h schnellen Fahrzeuge wurden ab 1999 gebaut und bieten etwas über 100 Sitzplätze. Sie verkehren auf der RB21 teils in Einfach-, teils in Doppeltraktion. Verstärkerleistungen im Berufsverkehr können dabei allerdings auch andere Fahrzeugtypen zum Einsatz kommen. So kommen von Montag bis Freitag auf den Zügen 6.10 Uhr, 21.18 Uhr und 22.18 Uhr ab Limburg Dieseltriebwagen der Baureihe 646, auch als Stadler GTW bekannt, zum Einsatz. Sowie ebenfalls Montag bis Freitag auf dem Zug 6.38 Uhr ab Limburg sowie 8.06 Uhr ab Wiesbaden 648 Triebwagen, auch als Lind 41 bekannt. Sowohl 646 als auch 648 Triebwagen bieten eine ähnliche Innenausstattung wie die 642er und auch in etwa gleich viele Sitzplätze. Anzumerken wäre noch, dass der 648er Zug umsteigefrei durchgebunden ist über Limburg hinaus bis Gießen. Widmen wir uns nun als nächstes der ebenfalls einen beträchtlichen Teil der Strecke nutzenden S2 der S-Bahn Rhein-Main, die zwischen Niedernhausen und Dietzenbach unterwegs ist. Sie verkehrt von 4.03 Uhr bis 0.33 Uhr bzw. sonntags erst ab 5.33 Uhr alle 30 Minuten ab Niedernhausen. Von Montag bis Freitag wird zudem zwischen 5.33 Uhr und 9.03 Uhr sowie zwischen 15.33 Uhr und 19.03 Uhr sogar alle 15 Minuten ab Niedernhausen gefahren. Zuvor fährt um 15.33 Uhr ein erster Verstärker ab Hofheim. Ab Frankfurt verkehren die S2er von 4.52 Uhr bis 1.22 Uhr im 30-Minuten Takt, sowie von Montag bis Freitag zwischen 5.52 Uhr und 8.52 Uhr sowie zwischen 14.52 Uhr und 19.22 Uhr im 15-Minuten Takt. Hinzu kommt seit Dezember 2017 in den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, ebenso wie auf der RB22 ein Nachtverkehr. Nach der letzten regulären S2 verkehren dann Züge ab Frankfurt Hauptbahnhof um 1.42 Uhr, 2.42 Uhr und 3.42 Uhr sowie ab Niedernhausen um 1.43 Uhr, 2.43 Uhr und 3.43 Uhr. Dieser Nachtverkehr soll ab Dezember 2018 dann auf die gesamte Woche ausgeweitet werden. Auf der S2 kommen Elektrotriebwagen der Baureihe 423 zum Einsatz, die bis 2007 gebaut wurden und hier Zugeinheit 176 zweite Klasse und 16 erste Klasse Plätze bieten. Es kommen je nach Wochentag und Uhrzeit 1 bis 3 Einheiten zum Einsatz. Die Höchstgeschwindigkeit dieser Fahrzeuge liegt bei 140 km/h.
Hinzu kommen noch einige weitere Züge, die nur zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Frankfurt Höchst die Mainlahnbahn nutzen. Wie bereits angesprochen, ist die offizielle Mainlahnbahn jene Strecke über Griesheim und Nied. Auf dieser verkehren neben der S2 auch noch die S1, welche ähnliche Takte wie die S2 aufweist. Sie ist allerdings zwischen Wiesbaden und Niedernhausen unterwegs und wird mit Triebwagen der Baureihe 430 bedient. Zudem verkehren auf dieser Strecke, an der in Frankfurt-Griesheim einige Werksanlagen liegen, etliche Leerfahrten diverser Züge. Natürlich kann es auch zur Umleitung der eigentlich nördlich fahrenden Züge kommen. Zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt Höchst sind das neben RB20 und RB22 die Linien RB10 Frankfurt-Neuwied, betrieben von der Vias mit Flir 2. Und RB12 Frankfurt-Königstein, betrieben von der HLB mit 609.0 oder 648 Triebwagen. Doch neben dem Personenverkehr gibt es auf der Mainlahnbahn sogar auch noch ein wenig Güterverkehr. Regelmäßig verkehren Tonzüge von und nach Limburg, die in der Regel von 185er E-Loks erbracht werden. Diese verkehren in südliche Richtung, zum Teil sogar als Sandwich-Garnitur. Hinzu kommen noch einige weitere unregelmäßigere Züge mit diversen Loks und Wagen. Rund um Frankfurt Höchst finden zudem noch zahlreiche Rangierfahrten aus dem dortigen Industriepark statt. Bis auf diesen sowie einen weiteren in Frankfurt-Griesheim gibt es auf dieser Strecke keine Güteranschlüsse mehr. Zum Ende dieser Dokumentation werfen wir nun noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Großprojekte sind für die Mainlahnbahn aktuell keine vorgesehen. An der aktuellen Infrastruktur werden immer wieder kleinere Arbeiten durchgeführt, wie das Beseitigen von Bahnübergängen oder das Modernisieren von Stationen. Der Verkehrsvertrag für die Linien RB22 und RE20 läuft noch bis Dezember 2021. Den neuen Vertrag hat die DB Regio Anfang diesen Jahres gewonnen. Sie wird ab dann mit mehr und modernisierten Doppelstockwagen verkehren, welche dann von E-Loks der Baureihe 146.3 gezogen werden sollen. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die bis 2020 schrittweise in Nordrhein-Westfalen frei werdenden Exemplare. Daher ist ein Einsatz dieser neuen Loks bereits vor Dezember 2021 nicht ganz unwahrscheinlich. Für die S2 gibt es Überlegungen über eine Verlängerung bis Idstein. Außerdem sollen hier eventuell in Zukunft einzelne Verstärker mit 430 Triebwagen verkehren, um so mehr 423 Triebwagen für andere Linien frei werden zu lassen. Weitere Zukunftsprojekte sind mir im Augenblick nicht bekannt. Damit wäre ich nun auch am Ende dieser Dokumentation angekommen. In den nächsten beiden Teilen stelle ich euch den Verlauf der Strecke mitsamt aller Besonderheiten genauer vor. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem ersten Teil. Tschüss, bis zum nächsten Mal.